weiter zu spielen, aber ich denke erstmal, jetzt geht's erstmal. So, wollen wir erstmal den Typen Hallo sagen? Also unserem Abteilungsleiter. Ha, 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 ha. Alter, der war schlecht. Egal. So, der Vorteil ist, wir können nachher alle Sachen mitnehmen. Oder relativ viel. Ist das vielleicht auch schon rausgefixt, dass man jetzt alles mitnehmen kann? Ich hoffe es nicht, weil letztes Mal hat man es nämlich schon schön. Doch, geht, kann man alles mitnehmen. Sehr schön, sehr schön. Finde ich toll. So, da ist unser Freund. Guten Tag, Hohepriester. Ja, Bruder? Kann ich etwas für euch tun? Ja, ich würde euch gerne meinen Brief zeigen. Von der Armee. Ihr müsst zur Armee? Das betrübt mich. Ich verliere nur ungern einen so emsigen Schüler wie euch. Aber es geht wohl nicht anders. Der Krieg verlangt Opfer von uns. Ich euch aber noch eines raten darf. Geht nicht sofort nach Erotin zur Kaserne. Der Weg dorthin ist lang und zu diesen Zeiten auch gefährlich. Sucht euch etwas Ausrüstung zusammen und stärkt euch. Außerdem möchte ich euch dies hier mitgeben. Das wird euch hoffentlich eine Hilfe sein. Ich werde euch stets in meine Gebete einschließen und bitte, bitte kommt unversehrt aus der Armee zurück. Hier ist immer eine Tür für euch offen. Lebt wohl. Mögen unsere gnädigen Götter euch ihren Segen gewähren. Das hoffe ich auch. Dann geht's weiter. So, wir haben ihnen also jetzt erzählt, dass wir zur Armee müssen. Das ist ja nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und jetzt werden wir erstmal Eriks Truhe. Weiß gar nicht, ich bin nur nicht Erik, oder? Meine Truhe. Frau, der Typ hier oben. Meine Truhe. Jetzt nehmen wir nämlich erstmal die Sachen hier raus. Da sind auch noch ganz viele Sachen dabei. Ein bisschen Kleidung. Bier. Und mal das Papier. So. Das Papier gucken wir uns gleich nochmal genau an. Das nehmen wir gerade mit. Zum Spaß. Pergament. Steht nicht drauf. Ist nicht besonders wichtig. So. Ich glaube, ein Eisenpfeiler. Yep. Ein Bogen. Die Götter. Nehmen. Wir rauben hier einfach mal ein bisschen das hier aus. Obwohl sich das gerade nicht wirklich gelohnt hat, aber. Weil das hier anscheinend erlaubt ist. Also zumindest. Es ist nicht kein Diebstahl. Und das sollte man. Kann man auch ausnutzen. So, Erotin. Die graue Blüte. Ich habe schon über 10 Bücher gelesen. Also gelesen habe ich noch keins. Ich habe vielleicht mal reingeguckt. Und mir ist gerade das Headset ein bisschen weggerutscht. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen fester. Damit das nicht das wegrutscht. Und dann. Ich hoffe, das war jetzt vom Sound her nicht so schlimm, dass da jetzt irgendwie so ein ziemlich lautes Geräusch war. Sonst muss ich das rausschneiden, aber auch nicht so viel. Also, ihr habt 10 Bücher gelesen. Die Weisen können Einfluss auf die Mächtigen nehmen. Denn Wissen ist eine weitere Spielart der Macht. Mit einer Feder kann jedes Schwert bezwungen werden. Und mit Worten können Legionen und Reiche zu Fall gebracht werden. So rum. Sobald ihr mindestens 100 Bücher gelesen habt, bekommt ihr einen Bonus auf eure Intelligenz. Ja, brauche ich wohl dringend, wenn ich mal lesen kann. Nee, war gerade wieder so ein Lesefail. Soll ich auch mal geben. Tintenfass, Steinkrug. Steinkrug nehmen wir mit. Der ist das wert. Schere mitnehmen. Boah, Stoff. Sehr großer Stoff, muss ich nicht sagen. Dafür, dass er 4 wiegt. Käserad. Käse. Das ist ein schönes Essen, das können wir uns mal schön mitnehmen. So, wir haben hier eine Kugel, die wir uns nicht mitnehmen können. Die Glaskugel, schade. Das kommt jetzt alles mit dem, die Bücher. Die Bücher sind natürlich auch ganz toll, aber ich bin nicht jemand, der gerne so viele Bücher liest. Ich lese ab und zu die Texte vor. Wenn ich nicht gerade rumhaken würde, würde ich ab und zu die Texte vorlesen. Ich lese eigentlich nicht vor. Und ist er abgeschmiert? Nee, es geht weiter. Boah, das war gerade ein richtig. Das hat er einfach mal gerade wirklich die ganze Zeit lang nichts mehr gemacht. Das wäre abgeschmiert. Naja, gut. Nehmen wir uns mal ein bisschen, was hier rauben wir mal richtig schön aus. Wir brauchen das Geld nämlich. So. Dann fangen wir mal an. Weißt du, was wir jetzt einfach machen? Wir gucken uns erstmal das schöne Papier an, was wir vorhin gefunden haben. Beziehungsweise in unserer Truhe gefunden haben. Wegbeschreibung zu danken. Ein altes Papier. In der Truhe habe ich eine alte Zeichnung von mir gefunden, die mir weiterhelfen könnte. Ich muss sie vor langer Zeit gemalt haben, denn ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wie es scheint, sind darauf das Tal und die Abtei zu sehen. Auf der Insel im See ist ein Kreuz und ein Schwert. Was ich mir wohl dabei gedacht habe. So, Bruder, guten Tag. Ein Glück.
Nee, es muss ja nicht jeder hören, nicht wahr? Hört mal, hättet ihr... Also, wollt ihr mir vielleicht bei einer Sache... Tja... Bei einer Sache helfen? Ja, wunderbar. Genau das meinte ich doch, tatsächlich. Tja, ja. Also es geht um... Nun ja, um Wildschweine. Ihr wisst schon, diese Tiere mit den Hauern, nicht wahr? Da lebt so eins hier gleich in der Nähe, unmittelbar hinter diesen Wänden. Stellt euch das nur vor, und es scharrt. Ja, ja, genau. Es scharrt jede Nacht im Boden. Wirklich jede Nacht. Auf jeden Fall lässt mich dieses Gescharre nicht einschlafen. Stellt euch vor, ich habe nicht mehr geschlafen seit... Ach, was weiß ich seit wann? Das Wildschwein, versteht ihr? Das Wildschwein muss sterben. Und zwar heute. Heute muss es tot sein. Ganz tot. Mausetot. Wir beide werden es erlegen. Ja, ja, ich komme mit euch. Ihr braucht also keine Angst zu haben, nicht wahr? Das erleichtert euch sicher. Kommt, ich hab kommt keine ihr Angst. Mit das Wildschwein töten? Ich gebe euch auch 2 erstklassige Heiltränke, wenn ihr mit mir, also wenn ihr mir helft, meine ich. Natürlich helfen wir dir. Oh, ganz toll, ehrlich. Na dann, also gehen wir los, ja? Das Wildschwein ist irgendwo hinter der Abtei. Wir werden es schon finden, denke ich, nicht wahr? Geht ruhig vor. Und ihr braucht keine Angst zu haben vor dem Wildschwein. Wirklich nicht. Ich bin ja direkt hinter euch. Denkt dran. Okay. Oder zumindest vorerst werden wir die Quest machen. Jetzt gehen wir mal hier raus und es kommt nämlich jemand anders auf uns zu, wenn das nicht hochspacken würde. Hallo? Oh nein, nicht gut. So wie ich das sehe, hat Duras mal wieder ein neues Opfer für die Jagd auf seine Paranoia-Fantasien gefunden. Und ausgerechnet euch. Paranoia-Fantasien? Also hört mal zu. Duras ist etwas anders als die anderen hier. Er sieht und hört manchmal Dinge, die es gar nicht gibt. Momentan ist es ein Wildschwein oder etwas in der Art. Wenn ich euch also einen guten Rat geben darf, lasst die Sache auf sich beruhen. Ich hätte sowieso eine viel lukrativere Aufgabe für euch, wenn ihr möchtet. Etwas weiter stromaufwärts haben einige Goblins den Fluss angestaut. Fragt aber bitte nicht warum. Diese penetranten Plagegeister machen nie etwas, das sinnvoll wäre. Der Damm jedenfalls muss dort weg. Und die Goblins gleich dazu. Sie haben sich in einer kleinen Höhle gleich neben dem Fluss eingenistet. Ich kenne die Höhle. Wenn sie dort hocken, wo ich sie vermute, wird es ein leichtes Spiel sein, sie zu überraschen. Wenn ihr mir helft, dann kann ich euch einige Kniffe im Bogenschießen beibringen. Aber falls das nichts für euch ist, nun ja, dann geht doch von mir aus Duras hinterher. Entscheidet euch. Aber bitte schnell, ich habe auch noch etwas anderes zu erledigen. Okay, wir können uns jetzt also entscheiden. Aber ihr glaubt doch etwa nicht, was Erik sagt. Nein, ich meine, er will mich immer fertig machen, wisst ihr? Er sagt das nur aus Bosheit. Tut, was ihr denkt. Ihr werdet das schon wissen. Kommt entweder mit, also ich meine zusammen mit mir, oder eben mit Erik. So, wir haben jetzt die Wahl und ich denke, wir nehmen den lieben Erik. Wie lautet eure... Ich werde ausgezeichnet. Moment. Ich wusste doch gleich, dass ihr vernünftig seid. Ihr werdet aber einen Bogen brauchen, wenn wir die Goblins in eine Falle locken wollen. Wenn ihr keinen habt, könnt ihr meinen Zweitbogen nehmen. Er liegt in der Abtei auf meinem Bett. Pfeile sind in meiner Kiste gleich daneben. Wir gehen jetzt den Fluss entlang nach Norden. Der Goblin-Damm ist nicht weit, aber trotzdem müssen wir nicht trödeln. Den Bogen haben wir schon eingesackt. Und wir werden jetzt diese Quest machen, weil die ist einfach viel cooler als die andere. Ich muss was dazu sagen, die andere Quest habe ich auch schon mal gespielt. Ich habe beide von diesen Varianten schon mal gespielt. Die andere Quest stimmt übrigens auch, der ist gar nicht so verrückt. Also zumindest das Wildschwein gibt es wirklich, aber nicht, ob er verrückt ist, weiß ich nicht. Diesmal gibt es das Wildschwein, weil ich die andere Quest auch schon mal gespielt habe. Und da wir sie jetzt nicht spielen können danach, habe ich nicht gespoilert. Das wollte ich nur mal sagen. Und er hat eben seine Quest. Hier ist er da. Seht ihr ihn? Und die Höhle mit den Goblins darin befindet sich gleich links neben dem Flussufer. Wir werden es so machen, dass ihr in die Höhle geht und die kleinen Mistviecher in eine Falle lockt, während ich mich um den Damm kümmere.
Hör zu! Mit einiger Wahrscheinlichkeit werden sich die Goblins in der Höhle in einem geräumigen Felskessel aufhalten. Früher wurde diese Höhle als Lager genutzt, aber das steht schon seit geraumer Zeit leer. Denn die Decke über eben diesem Felskessel ist extrem brüchig und kann leicht einstürzen. Damit werden wir die Goblins auch dran kriegen. Hier, nehmt diese Sprengladung. Sie ist sehr klein, aber richtig platziert sollte sie ihre Wirkung nicht verfehlen. Steckt die Ladung an einem möglichst engen Ort dort drin. Die Erschütterung wird die Höhlendecke zum Einsturz bringen und die Goblins werden darunter begraben. Bevor es aber dazu kommt, werdet ihr vom Bogen Gebrauch machen müssen. Gleich in der Nähe des Eingangs ist eine Tür. Die Goblins haben sie mit Sicherheit verschlossen und glaubt mir, das Ding ist nicht gerade dünn. Über einen Seiteneingang werdet ihr allerdings zu einer Stelle kommen, an der ihr freie Schussbahn auf die Rückseite der Tür habt. Schießt einen Pfeil auf das Schloss. Danach könnt ihr natürlich auch kämpfen, aber ich weiß nicht, wie viele Goblins dort drin sind. Mir persönlich wäre eine saubere Sprengung lieber. Legen wir los. Diese Aufgabe dürfte nicht allzu schwer sein. Dann legen wir also los. So, dann rüsten wir auch gleich mal den Bogen aus, denke ich. Haben wir schon ausgerüstet, aber ich denke den anderen Bogen, der ist doch stärker, oder? Der lederbeschlagene Bogen hat 3 Angriff. Und der hat 4 Angriff. Dann nehmen wir den alten Bogen. So. Pfeile sind auch ausgerüstet, Pfeile sind ausgerüstet. Sehr schön. Dann geht's los. Ab in die Goblin-Höhle. So. Ein bisschen schleichen, weil vielleicht lauert der hier gleich nochmal einer. Hier ist auch keiner. Hier sieht alles relativ frei aus. So. So. Hier sehe ich auch noch nichts. Gut. Alles noch frei. So, also wir brauchen gar nicht mehr so viel, dann steigen wir noch eine Stufe auf. Und der Sekretär. Verhakt. so. Hier ist diese Tür, die wir nachher aufkriegen müssen. Aber wir sollten ja erstmal in den Seiteneingang. Da kommen wir her. Dann müssen wir hier hoch. So. Hier ist Licht. Da ist um Wurzeln durch die Decke. So, dann gucken wir mal hier hoch. Was ist hier so? Hallo? Irgendwelche Goblins hier? Hallo? Goblins? Goblins? Eisenpfeil des Feuers. Nehmen wir mit. Zinnschiller. Damit wir haben noch ein bisschen Platz. Nehmen wir mit, habe ich gesagt. So. Brauner Teller brauchen wir nicht. So, das ist kaputt. Da ist nichts drin. Da ist Mais drin. Mais können wir mitnehmen. Man weiß ja nie, wofür man Mais braucht. Ich hätte jetzt lieber umsichten können, aber hätte man künstliche Freiheit. Wo wir Mais für brauchen tun. Jetzt wollte ich jetzt reimen. Ich bin gerade überlegen, wie ich jetzt reimen wollte. Habe ich gerade wieder verpennt. Ja, super Gedächtnis. Und guck mal, was hier so abgeht. Halli, hallo, hallo. Hm? Eine Ratte. Wo ist denn die? Hallo, Ratti? Ratti? Hä? Ich sehe sie nicht mehr. Bin ich blind? Musik läuft, aber sie ist, die Ratte ist weg. Okay. Das geht ja gerade gar nicht mit der Hake. Hat immer noch aufgehört, ist kein gutes Zeichen. Ah, die Angriffsmusik hat einfach noch aufgehört. So. Sollten wir versuchen, die Tür aufzukriegen da hinten? Probieren wir das mal.